Hallo Mainz! Habt ihr Bock? Herzlich willkommen zum Battle of the Socials. Schön, dass ihr da seid. Und ihr habt es eben gerade schon gesehen, DJ Topic ist da. Und wir haben natürlich vier Teams, die gleich hier ihr fußballerisches Talent unter Beweis stellen wollen. Und ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit dieser bezaubernden Dame Emilia durch die 7,5 bis 8 Stunden durchzuführen und zu moderieren. Und freue mich, dass ihr alle so zahlreich aufgetaucht seid und vor allen Dingen natürlich auch zu Hause vor den Bildschirmen zuschaut. Hey, ich bin mega motiviert. Ich finde es total cool. Ich habe es dir ja gerade auch schon gesagt, auf dem Platz geht es ja nicht darum, wie viele Follower haben wir, sondern es geht um Fußball. Ich habe richtig Bock, die Jungs hier ein bisschen umzuholzen. Bin gespannt, wie wir abschneiden, aber wird gut. Aber aufgeregt bin ich schon ein bisschen. Ansonsten ja, Team Lena ist sehr stark, Team Knossi auch gut dabei, Team Eli auch sehr stark. Und ja, mal gucken, wie es dann werden wird. Und dann in einem Stadion zu spielen, so der Traum, wir alle gucken gerne Fußball, und dann der Traum, da rauszugehen und das mit so einer großen Anzahl an Fans und Menschen zu genießen, das ist Wahnsinn. Ich will hier niemanden unterschätzen. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Team, aber ich habe auch schon gesehen, dass die anderen, ich habe schon, wie Yunus gesagt hat, ich sehe, die fliegen, lassen Leute einfliegen. Bei Knossi ist jetzt auf einmal ein Regio-Spieler am Start. Und uns wurde immer gesagt, oh, keine zu guten Spieler. Also ich glaube... Ehemaliger. Er spielt noch Regio. Er spielt noch ein bisschen. Felix spielt noch Regio. Ja. Also ich glaube, wir sind alle gut aufgestellt. Am Ende wird es ein bisschen, glaube ich, ein bisschen darum gehen, weiß ich nicht, wer ein bisschen fitter ist. Aber es wird schwer. Ja. Aber er ist jetzt vor einer Woche ist ja auch ehemaliger Regionalliga. Genau. Ja, das stimmt. Derjenige, der zweimal hintereinander gewinnt, Knossi, für dich. Ja, ja. Er hat das Turnier gewonnen. Ja, ich weiß. Er braucht gar nicht groß zu kalkulieren, zu rechnen. Sollte einer zweimal hintereinander gewinnen, kriegt er den Pokal und ist Pokalsieger. Ich bin oder fühle mich an meinem kleinen Restbauch geehrt, dass ihr mich ausgesucht habt. Ganz ehrlich, warum auch? Ich bin nämlich der Internet-Dino. Ich habe schon Anfang 2000 Kalle TV gedreht. Das war von der Quote natürlich nicht vergleichbar mit heute. Das war, als die Bilder laufen lernten, habe ich gehört, die Berichte waren gut, die Kommentare waren gut. Und deswegen fühle ich mich hier zum alten Inventar. Also ich muss das sagen, ich finde diese Aufrüstungen gut und ich habe mir auch, wie gesagt, gerne bereit erklärt. So, Kalli, dann zeig mal, was du mit deinen Händen alles tun kannst. Team 1 im ersten Spiel ist das Team von Yunus. Das Team von Lena. Oh, sitzen direkt nebeneinander. Ey, nee, ich bin gespannt. Du, das wird ein gutes Battle, oder? Hauptsache nicht gegen Team Eli. Die Leute da draußen meinen, dass wir die Favoriten sind, auch bei euch in den Kommentaren da auf der Battle of Social Seite auf Insta. Das ist gar nicht so. Wir haben 3, 4 wirklich gute Kicker, aber das hat jeder hier bei uns im Team. Und sonst, wir haben halt welche, die kicken können, aber jetzt keine Weltspieler sind. Also wir haben, das sind alle Streamer. Eggers, Marc, wo bist du? Was machst du? Einen wunderschönen guten Tag. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Ich bin hier gerade im Block von Eli und ich glaube, die Stimmung sagt alles. Hier ist einiges los. Ich wollte eigentlich noch die eine oder andere Frage stellen, aber hier wird so viel Stimmung gemacht. Also ich glaube, wir werden einiges an Spaß heute erleben. Grüße auch in die Runde am Mainz, Grüße an die Zuschauer zu Hause. Und vielleicht macht ihr noch mal einmal Lärm für das Team, was ihr unterstützt, für Team Eli. Es gab die ein oder andere Ausfallerscheinung gestern auf der Pre-Party. Da will ich mich nicht ausschließen, aber das wird schon werden heute im Verlauf dieser Veranstaltung. Ich habe so meinen Favoriten, der wird aber noch nicht verraten. Vielleicht kriegt ihr es raus. Vielen Dank, lieber Robby. Und Steven, ich merke, die Spieler hinter uns werden schon langsam unruhig. Alle wollen den ersten Ball am Fuß haben. Oh. Ja, Manuel, sonst hast du es mit wirklichen Vollprofis auf dem Platz zu tun. Heute mit einem Haufen Creator und Creatorinnen. Denkst du, es ist ein Nachteil oder denkst du, du kannst da als Trainer auch durchgreifen? Naja, wir hatten ja letzte Woche am Sonntag schon eine Trainingseinheit, da kann der Knossi dann gerne dazu was sagen, wie er es aufgenommen hat. Aber ich finde es halt überragend hier, wenn man sieht, wie Fußball verbindet, Generationen, Alter. Es macht riesig Spaß, hier jetzt da zu sein und ich hoffe, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nachher erfolgreich sind. Wer von denen ist denn dein großer Favorit auf die Torjäger- oder Torjägerinnenkanone? Hungrige Hugo war zum Beispiel in dem Training überragend. Hat es richtig toll gemacht, hat viele Tore geschossen. Aber auch nicht zu unterschätzen, Amino, technisch herausragend, schlägt super Standards. Also wir haben schon ein paar torgefährliche Spieler drin in den Reihen. Und zwar haben wir etwas vorbereitet für euch, bevor wir jetzt gleich mit dem ersten Spiel starten. Und zwar
von den YouTube-Stars The Real Life Guys. Die haben extra für heute, für Battle of the Socials, eine Fußballkanone gebaut. Also ich habe mich gefragt, A, wie habt ihr das hier hinbekommen und B, wie lange hat das gedauert? Es ist quasi wie so eine T-Shirt-Kanone in ganz, ganz groß. Und es hat jetzt 2 Tage und eine Nacht gedauert. Also wir haben die Nacht von Freitag auf Samstag komplett durchgemacht und gerade so fertig geworden. 3, 2, 1. Und sie fliegen wieder rüber. Also ich glaube, 3 von den Bällen sind auf jeden Fall kurz nach Frankfurt geflogen. Das wird sehr, sehr wild werden, bin ich mir sicher. Und damit ihr auch im Nachhinein noch was vom Event habt, hat Battle of the Socials eine Kooperation abgeschlossen mit Tops. Und die haben diese Sammelkarten-Edition hier an den Start gebracht. Insgesamt sind das 50 Karten, die da am Start sind. 44 mit euren Lieblings-Creatern und 6, die sind noch offen. Da gibt es noch Platz für die schönsten, emotionalsten Momente dieser Veranstaltung hier. Das Ganze könnt ihr ab sofort bestellen unter tops.com. Eine Person ganz besonders, und das müssen wir mal zeigen. Nico, alle sind umgezogen und ready. Was ist mit dir? Ja, ich ziehe mich jetzt um. Mach das mal ganz schnell. Alles gut. Danke dir. Frisch gestriegelt. So, wir gehen mal rein. Ich zeige euch das einmal hier. So sieht das nämlich aus. Hier kommen natürlich auch die Profis immer rein. Oh, das ist aber ganz ruhig bei euch. Ihr müsst gleich Fußball spielen. Du bist verletzt. Kannst du spielen? Erstmal Bank. Wie, wirklich? Erstmal Bank. Wir kennen uns ja gut. Ja. Wir kennen uns gut oder die Bank und... Wie die Bank? Ja, wer kennt sich gut? Wir zwei, Bro. Ja, wie, achso, ich dachte, du kennst die Bank ganz gut. Nein. Also mich beunruhigt ist, dass es so ruhig ist, aber ist das so immer dann? Das war es nämlich, um die da drüben einzuschüchtern. Die denken nämlich jetzt, ihr seid höchst motiviert. Younes, wie sieht's aus bei dir? Also wir haben auf jeden Fall einen Plan. Wir haben krasse Spiele am Start. Wirklich, also Sturm, glaube ich, ist bei uns Oberliganiveau einfach. Da werden Tore heute fallen. Der Wille ist da und die Woche war sowieso schon geil. Leute, ich bin von Japan gekommen, Digga, Alter. Ich habe richtig Bock. Ich habe geil, Digga, Alter. Ich bin richtig heiß drauf. Und ich sehe, dass ihr auch heiß drauf seid. Also Younes macht den Kloppo und motiviert sie alle hier. Spiel 1 ist jetzt also freigegeben. Team Lena in den gelben Jerseys zunächst von links nach rechts. Team Younes, Team TikTok in den hellblauen, in den Sky Blues Trikots von rechts nach links. Ich habe ja einen kleinen Favoriten, aber derjenige hat gesagt, er sei gar kein Favorit. Mal schauen. So, erste Szene. Das ist kein Elfmeter, reicht nicht. Wir können noch mal in der Wiederholung drauf gucken. Ah, es ist ein Kontakt da, aber er spielt den Ball. Die Grätsche von Fabi Pecher ist überragend. Das ist ein perfektes englisches Slide-Tackling. Imo Tommy und Pecher nehmen ihn schon in die Zange, aber da kannst du in der frühen Phase nach 1,5 Minuten eigentlich keinen Strafstoß geben. Jeremy Lynch, ihr habt ihn gesehen, von den Free to Stylers. Jamaikaner. Und da ist er wieder. Aber der Goalie von Team Lena ist ein spielender Torwart, wie wir gesehen haben. Aber ihr seht, wie der hier Rabatz machen kann. Und Lisa Küppers am Start. Oh, Pascal Gurk mit dem Fehler. Könnte sein für Jeremy Lynch. Das ist die erste XL-Gelegenheit. 3. Minute. Jeremy Lynch steht jetzt schon komplett frei. Große Vorteile im Moment für Team TikTok. Und das ist die nächste Gelegenheit. Aber wieder überragend pariert. Wieder geht's über rechts. Und wieder geht's schnell. Und das ist die Möglichkeit zum 1-0. Aber King Carroll, das ist eine ganz leichte Aufgabe für ihn. Auf Elis Kanal würde er sich freuen, Elias Nerlich. Vorsicht bei den Standardsituationen. So, jetzt die Möglichkeit. Das könnte es sein. Oh! Pascal Gurk und die fette Chance. Es ist quasi die erste. Super gehalten. Pascal Gurk aber auch klassisch durchgesetzt. Und das gibt Freistoß für Team Younes, für Noel. Konter unterbinden, klassisches taktisches Foul. Aber wir sehen hier die Chance nochmal von Gurk. Das ist ja überragend, aber auch Weltklasse. Weltklasse pariert im Tor von Lenas Team. Ist erster alles. Super Chip vorne rein. Und jetzt aber, jetzt klappt's. Da ist es!
15. Minute, 1-0 für Team Younes. Und den macht er richtig klasse. Aber 60-70% des Tores gehören Jeremy Lynch, weil er den einfach überragend vorarbeitet da. Ja, ja, der Mann von Delay Sports. Aber guckt euch die Vorarbeit an. Der Chip ist klasse und das lässt sich Aliou nicht nehmen. Torhüterposition bei beiden exzellent besetzt. Und wir sehen hier nochmal was Hübsches. Es wird auch gezaubert bei Battle of the Socials, ganz klar. Und ich habe mich gerade gefragt, ist das Zufall oder das bewusst gewählt? Quasi dein gelbes Outfit, hier ist gerade Team Lena auch in Gelb eingelaufen. Bist du für das, ich nenne es einfach mal das Frauenteam? Also mein Herz schlägt natürlich für Knossi und Younes. Aber ich bin auch für die Frauenquote, deswegen natürlich auch Team Lena. Ich bin ein bisschen unentschlossen, aber es war heute Zufall. Aber du bist auch nicht umsonst hierher gekommen. Du hast nämlich was mitgebracht, hast du mir gerade erzählt, ja? Und zwar etwas sehr, sehr Großes. Also ich war schon ein bisschen erschüttert, dass ich nicht gefragt wurde, warum ich nicht auf dem Spielfeld bin. Aber man kennt mich, ich bin absolut unsportlich, deswegen backe ich auch lieber. Ich bin Head of Sweets. Ich habe für alle Spieler über 1000 Energy Balls zubereitet. Das heißt, die sind hier richtig schön gestärkt. Wie lange hat das gedauert? Lange, ja. 1000 Energy Balls. Ja, mein Team hat mir fleißig geholfen hier beim Rollen. Und dann habe ich noch eine Sondergenehmigung bekommen für heute, denn es gibt heute eine riesige Motivtorte, passend zu Battle of Socials. Die wiegt 45 Kilo. Mein Lieber, normalerweise eigentlich bei Delay in der Abwehr, heute aber auch torgefällig. Du hast dir vorgenommen, die Torschützenkrone doch noch zu holen? Ja, absolut. Also wenn es dem Team hilft, ich versuche natürlich auch defensiv die Lücken zu schließen. Aber wenn ich ein, zwei Wege nach vorne machen kann, warum nicht? Du bist in Topform. Robby hat es eben gerade schon gesagt, du läufst hier Kilometer ab. Ihr wollt das Ding holen, ne? Ja, absolut. Also es ist mega intensiv. Ich war auch gerade eben komplett aus der Puste. Deswegen zum Glück ist jetzt Halbzeit. Aber wie gesagt, das Spiel ist noch nicht vorbei. 1-0 kann noch schnell kippen, aber ich denke, wenn wir so weiterspielen, machen wir das. Aber immer mal wieder mit Ali, der ist eine absolute Vollmaschine. Diese Impulsvorträge da nach vorne bringen. Und das ist die Chance. Das ist es! 2-0. Und das könnte die Entscheidung sein. Ja, das wird sein. Wir gucken uns die Slow-Mo nochmal an. Wieder geht das hier über Ali, der dann den Weg ebnet. Der Pass hier von Jeremy Lynch ist überragend mit dem Außenriss. Und dann macht er ihn rein. Marvin Apiakorang, der Mann, der auf dem Elzacher Bolzplatz das Fußballspielen gelernt hat. Der hat in 4 Monaten hat er 1 Million Follower durch seine Videos bekommen. Grüße an Max und seine Mutter, by the way, die da ja meist die Hauptrolle spielen. Und Stefano Zarella. Was? Hier geht jemand vom Platz? Das ist sehr, sehr, sehr bitter. Selbst den eigenen Mann verletzt. Oh nein. Das ist sehr, sehr, sehr hart. Aber ihr merkt, wie es hier zur Sache geht, Leute. Pascal Gurk ist das. Der hatte schon eine fette Chance. Nein. Pascal Gurk. Aber diese Torhüter sind so stark. Fehler. Verrückt hier. Und das ist der Anschluss. Und nächster. 40. Minute. Pascal Gurk. Wichtig. Ich hatte so ein Gefühl. Knossi hatte das Gefühl. Und jetzt drehen wir hier wieder auf. Es gibt 3 Minuten. Nachspielzeit obendrauf. Das heißt, es gibt noch die Gelegenheit, Jens, hier zum Ausgleich zu kommen. Komm, Leute, für die Spannung. Wär's schön. Ich bin ne Partysau. Schalalalalala. Ich mache Montag blau. Oh, oh, Achtung, Achtung. Und das dürfte für Elfmeter geben. Es gibt Elfmeter für den TikTok. Und es gibt den gelben Karton obendrauf. Der Mann, der in Vietnam spielt. Schuss, Tor! Einwandfrei oben reingehämmert. 3-1 mit dem Schlusspfiff. Robby, ich bedanke mich bei Knossi, meinem Co-Kommentator. Danke euch, liebe Chatbox. Viel Spaß. Jetzt gehen wir auf den Platz. Herzlich willkommen in unserer Kabine. Manuel Baum, das ist die Vorbereitung. Weitermachen! Wir sind live drauf hier. Hier wird's nicht heiß gemacht. Komm. Andere machen Meditation. Mein Team macht auf Tisch schlagen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir gucken uns alle mal an. Aufstellung steht. Komm rüber. Wir haben hier eine kleine Taktik, wir haben hier wirklich Aufstellung steht. Wir sind komplett am Start. Wir sind da, alle werden mal spielen, wir gehen durch. Ich glaube, du hast es gerade richtig gesagt, dass wir als Team auftreten, dass wir alle gemeinsam in jeder Situation wissen, was zu tun ist. Und dann kannst du auch am Favoriten richtig liefern. Ja, ja, klar, 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 klar. Wir sind motiviert, wir gehen rein und wir werden viel mit Körper spielen. Wie viele Tore in deiner professionellen Karriere geschossen? Über 100, weiß ich nicht. Über 100 Tore. Wir sind nicht einfach so hier. Wir sind hier.
um zu gewinnen. Seid ihr bereit? Ja! Wir gehen da raus. Wir werden sie zerstören. Denn wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Du bietest mir gerade die Pizza an. Du bietest mir deine Pizza an. Ja, willst du eine Pizza? Nein, ess du die mal auf, du musst noch groß und stark werden. Trotzdem danke, guck mal, so sind die Zuschauer hier. Bist du, für wen bist du da, für Knossi? Knossi. Ja, ne, für Knossi, lass dir schmecken, die Pizza. Ich bin eine Partysau. Ich liebe jede Frau. Ich schiff's mir die Lichter aus, so. Also, falls ihr später dazu gekommen seid, Team Knossi in Teufelrot, möchte ich sagen. Hinten selbst mit dem blonden Haupthaar in der Innenverteidigung. Vorsicht, erstes Mal richtig gefährlich. Und Knossi rettet ihn. Knossi rettet den Lachser. Die Ecke ist gut und dann der Kopfball. Und das ist gleich die erste Chance. Eli Geller himself. Vierte Minute. Das ist die erste fette Gelegenheit. Noch 0-0. Das ist ein Teilerfolg bisher. Für die Truppe von Knossi. Oh, no look. Jetzt Eli mit der Chance. Drückt ab. Nächste Chance. Wieder von Elias Nerlich, der hier richtig warm läuft langsam. Entlastung ist das Stichwort. Oha! Also Team Knossi kann auch schon ein bisschen Ball spielen. Felix Kasa mit dem Abschluss. Richtig guter Mittelstürmer, klassischer Neuner, aber er wühlt sich eben auch rein. Kippt manchmal auch ab in den Zehnerraum, um sich die Dinger hier zu holen. Felix Kasa. Fehler, Chance für Felix Casalino. Geht Träume, das ist es, das ist es. Felix Casalino und die überraschende Führung für Team Knossi. Oh, ein kleiner Fehler da hinten von Twitch-Abwehr. Und da machen sie den Neunerruder. Sie rudern zum 1-0. Das ist hier das Endstück der ganzen Geschichte. Kuba macht es eigentlich gut, geht raus, verkürzt den Winkel. Aber Felix Kasa hat halt Regionalliga-Mittelstürmer erfahren. Was soll ich euch sagen? Fehler. Ihr kennt den FIFA-Gott Umut, aktueller FIFA-Weltmeister. Handelfmeter, ja, nein, er gibt Handelfmeter. Ja, Elis Team brauchte kurz nur und hat den Schock jetzt abgeschüttelt. Ja, ja, musst du geben. Gegen Jan Stemmler, Elias Nerlich. Oh, Pfosten, das gibt es nicht. Er will es zu genau machen. Elias Nerlich scheitert am Gebälk. Alles drin, das Spiel hat sofort Betriebstemperatur, Leute. Der ist fast zu perfekt. Schrammt sich, nimmt sich an. Und die Chance für Felix Kasa jetzt auf 2-0 zu stellen. Da geht einer mit, da kommt einer, da ist er. Das gibt es ja. Was für eine Überraschung hier in Mainz. Und da kommt Knossi mit zum Jubeln. Dass hier parallel ein paar Techniker mit mir an meinem Headset sitzen und versuchen zu schrauben, dass es wieder besser wird mit dem Ton. Sie kommen zurück mit Amar. Es scheint sich eine Überraschung anzubahnen. Sydney aber nochmal. Jan Stemmler ist da. Hier wird geackert. Let's Hugo jetzt in der Partie. Also jetzt wird mit ganz scharfen Waffen geschossen hier bei Elis Mannschaft. Knossi total on fire jetzt. Und es kommt mit Hachiko eine Wildcarderin, die in der Bayernliga gespielt hat. Und die Chance hier auf 3-0 zu stellen. Was ab?
Lezogo. Kriegt er die Flanke nochmal hin? Nein, die ist Fritz Meinecke zu löschen. Eli nochmal. Holt ihn sich gegen ein, gegen zwei, gegen drei. Und er pfeift Elfmeter. Nochmal ein Strafstoß. Spendi kann es nicht fassen. Knossi kann es nicht fassen. Wir gucken uns das ganz genau an. Fritz Meinecke mit der Kerze. Kann man geben. Es ist ein Kontakt da. Und sagen wir mal so, Eli nimmt ihn clever an. Ein psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Kurz vorm Ende der ersten Hälfte. Und er macht ihn. Er macht ihn mit dem Halbzeitpfiff. 2-1. Nur noch 2-1. Perfekt versenkt. Kannst du eigentlich nicht halten. Ey, Digga, es läuft wirklich gut. Es läuft wirklich gut. Dieser Penalty, das war kein Penalty. Wir waren über der Zeit. Und Penalty kann man streiten, aber wir waren schon viel zu spät, hätte abpfeifen müssen. Aber ich glaube, wir haben eine gute Taktik. Team Twitch ist ein bisschen gebrochen. Man sieht's. Und wir holen das, wir holen das. Wir haben einen guten Trainer, wirklich ein sehr, sehr guter Trainer. Also sehe ich das falsch? Guck mal nach vorne. Wie hast du das gemacht mit Kajal? Hast du das gerade Cristiano Ronaldo Frisur genannt? Gedächtnisfrisur. Achso, okay, ja. Ronaldo. Ronaldo, ja. Ronaldo. Oh ja, ja, Ronaldo. Ich versuche halt ein bisschen in seine Fußstapfen zu treten. Die erste Chance war komplett beschissen. Aber wenn ich ein Tor schieße, dann soll es krachen. Wer hätte das gedacht, dass seine Mannschaft hier mit zwei so sensationellen Treffern in Führung geht, kurz vorm Ende der ersten Halbzeit. Felix Kasa schon wieder. Verpasst die Vorentscheidung hier. Aber was macht der Junge für ein Spiel? Man sieht hier, dass der das Ganze professionell betreibt. Knossi kann es nicht fassen. Bilo wieder. Boah, wirft den Motor an. Das reicht nicht für Elber. Nee. Und Bilo wieder. Jetzt mit Sid im Duett. Vorne drin ist Trimax. Was macht er? Super Idee. Und Hachiko, die Wildcarderin. Call of Duty Streamerin auf Twitch. Wie gesagt, früher Bayernliga gespielt. Und jetzt Trimax. Guter erster Kontakt. Wird dann von Blackout gestoppt. Und Felix mit dem Konter. Kein Abseits. Ball kam aus der eigenen Hälfte. Felix Casalino. Sensationelle Torwartleistung. Felix hat den dritten Treffer zum zweiten Mal auf dem Fuß. Aber wie stark hält Kuba den? Todesmutig. Der offensive Abteilungsleiter von Knossis Mannschaft. Und Knossi macht sich wieder parat. Dullmark macht das sehr gut. Und jetzt drückt er ab. Boah, was für eine Aktion. Felix Casalino, was hat der für einen Radius? Macht er jetzt das 3-1? Er macht das 3-1. Jetzt ist er drin. Mit Hilfe des Pfostens. Und guckt euch den Jubel an. Und Knossi jubelt, als hätte er ihn selbst vorbereitet. Jetzt wird's eskalativ beim Battle of the Socials hier. Felix Casalino, was für ein Macher. Meter ohne Ende. Und dann hat er noch die Hutz für den Kopf hochzuheben und die Muße, den Ball mit Hilfe des Pfostens in die Maschen zu legen. Und der Zugo, das ist nicht so schlecht. Dürfte Freistoß geben. Ja. Das ist ja das Duell der beiden Hugos. Let's Hugo gegen den hungrigen Hugo. Ja, wilde Freistoßmauer da. Und Amar macht's. Oh, ne. Ah, schade, hat er sich anders vorgestellt. Ah, der Ball ist ein bisschen übertemperiert. Die Idee ist gut, aber so schnell sind sie da vorne auch nicht. Und Manuel Baum, der Headcoach von Knossis Mannschaft. Er hat es mir gestern Abend bei Bierchen noch gesagt. Robby, wir werden unser Halbfinale gewinnen. Das ist die Frage. Sie sind platt. Aber der ist einer fürs Selbstvertrauen von Kuba. Adi Totoro doch mal. Kann auf 4 einstellen. Was macht Adi? Mit der Übersicht. Fühlt sich in dem roten Trikot vielleicht so ein bisschen auch wie in der Schweizer Nati, kann ich mir vorstellen. Und Sascha Hellinger nochmal. Und Adi nochmal. Adi Totoro 4-1. Und den Turnerjubel gibt's gratis dazu. Team Twitch im Loch. Team YouTube oben auf. Was für ein schöner Treffer nochmal von Adi. 4-1. Das ist schon eine heftige
Ansage. Ja, ich glaube, viele bei uns haben die auch unterschätzt. Ich habe die ganze Zeit gesagt, nicht unterschätzen, nicht unterschätzen, aber die haben wirklich ein paar gute Kicker vorne gehabt und wir waren nicht gut. Die haben es gut gemacht. Ziemlich deutlich und dann Eli. Ich meine, zwischen Glück und Pech in der Sekunde liegen ein paar Zentimeter, aber du wolltest ihn schon. Ja, ein bisschen Pech, wollte es ein bisschen zu genau, aber mein erster verschossener Elfmeter, aber ein bisschen Pech mit dem Pfosten machst du nicht. Schade. Wäre das der Unterschied geworden? Kann sein, ja. Aber du drückst gerade auch schon sehr in die Wunde, ne? Aber ja, das hätte schon der Unterschied werden können. Aber na gut, machst du nicht. Halt mein Name ist Madhu von GG Magic und ich habe für heute als Head of Magic was vorbereitet. Die krasseste Illusion überhaupt. Hinter mir sind vier Gegenstände, bedeckt durch vier Kisten. Und dann könnt ihr eine Entscheidung treffen, und zwar vor welche Box sich euer Lieblingscreator stellen soll. Seid ihr ready? 3, 2, 1, let's go! Okay, yeah. Wer hat das T-Shirt gefangen? Wer hat das Trikot gefangen? Zeig mir eine Zahl, 1, 2, 3 oder 4? 1, 2, 3 oder 4? Okay, super. 4. 1 oder 4? Nummer 4 für dich, danke. Du hast die freie Wahl, würde ich sagen, oder Knossi? Freie Wahl jetzt. Du wurdest von, wo hast du es reingeschossen? Da hinten rein, oder? Da hinten. Okay, wunderbar. Das ist die Nummer 1. Das heißt, wir schauen nach Box Nummer 1. Schau nach, das ist Captain America. Komm nach vorne, du bist heute Captain America. Hulk, sorry, ist hängen geblieben. Hulk, einmal hier für dich. Superwoman, geil, ja, mega. Amazing. Komm nach vorne, das ist für dich. Mein Team und ich haben gestern Abend schon eine Vorhersage hochgeladen. Eine Vorhersage auf dem offiziellen Battle of the Socials Kanal. Knossi. Du bist Hulk. Captain America, Eli, Superwoman, Lena und Yunus. Du bist Batman. Genauso. Aber schaut bitte alle zu Hause nach, ob das übereinstimmt. Und es sollte so sein. Vielen Dank. Dankeschön. Also. So, es ist also angerichtet. Spiel Nummer 3 ist gleichzeitig das Spiel um Platz 3. Hallo und herzlich willkommen in der ersten Party. Mo Oba, der fährt sehr gut durch das Spiel hier. Generell gute Leistung von ihm, auch schon im ersten Spiel. Und Amar zieht das Foul. Freistoß für für Team Twitch. Kann man geben, würde ich sagen. Und das gelbe Fleißkärtchen gibt es gratis oben drauf. Yo, Tommy. Ball kommt hoch. Ist gut auf Sitz. Vorne drin haben sie Trimax, den Turm in der Schlacht. Ist nicht einfach für Elis Team hier, sich das Halbfinale aus den Knochen zu laufen. Pascal Guck, der hat schon einen gemacht heute. Guck wartet lang genug und dann ist er drin. 1-0 für Team Lena. Team Instagram führt durch Ahmed Rakaba. Als Co-Trainer neben Willi hat sich jetzt auch noch Revi eingeschlichen bei Team Twitch. Nein, alles gut. Und jetzt ist auch Kuba geschlagen. 2-0 für Team Lena. Du ahnst es nicht. Extra angereist aus Dubai, umkurvt Kuba und dann gib ihm. 12. Minute, 2-0. Die, ich sag's hier auch nochmal fürs Stadion, werden wir Bilo sehen, der den Anschlusstreffer markiert. Das ist meine schlagfertige Antwort. 2-1 nur noch. Blieb uns kaum Zeit für die Zeitlupen hier. Superlupfer. Das ist die Chance zum 3-1. Fehler im Spielaufbau. Ball ist immer noch da. Vorteil. Und Tor. Das ist Mo Vlogs mit seinem Doppelpack. Richtig gut gemacht. War gut. Ich hab doch gesagt, war gut. Und jetzt kann es wild werden. Pascal Guck macht das einzig Richtige, das Spiel da weiter breit zu machen. Chance auf 4-1. Boah, stark Kuba. Kuba rettet Team Eli. Ja, die Zuschauer haben uns ja angekündigt als Favoriten. Wir gehen hier rein und gewinnen das Turnier. Die Gegner sind alle ultra krass. Wir verlieren hier jedes Spiel nacheinander. Was ist das? Aber wir geben unser Bestes. Das macht trotzdem Spaß. Wir sind das Team, was am besten zusammenhält. Wir kennen uns alle gegenseitig. Das macht mir richtig Bock, hier mit der Truppe zu kicken. Auch wenn wir jetzt gerade zur Halbzeit wieder 3-1 hinten liegen. Okay, am Ball. Also beide Abwehrreihen durchaus okay hinten.
Super Pass von Sid. So, das muss jetzt das 2:3 sein. Bilo auf dem Weg. Bilo auf dem Weg. Und jetzt, oh, ganz spitzer Winkel. Trotzdem drin das Ding. Tor. Torangriff. Spieler liegt verletzt. Augenkontakt ganz kurz suchen. Die neue Delay Sports Saison steht vor der Tür. Hoffen wir, dass da nichts Schlimmeres passiert ist bei Bilo. Fängt er noch an zu humpeln. Was eine Maschine, was ein Macher. Er haut ihn trotzdem rein. Oha. Renard, bleib locker. Es wird hitzig. Omet und Pascal Gurk haben sich was zu sagen. Und ich weiß nicht, ob sie sich da auf ein Bier verabredet haben für die Aftershow. Eher nicht. Freistoß. Komm nicht dazu. Das Weiche spielt, aber du kannst da nicht so reingehen. Natürlich kann ich so rein. Nein, eben nicht. Das ist voll gefährlich so. Stell dir vor, der geht schon bei dir so rein. Gibt's noch die Ausgleichschance? Super Pass von Mooma für Amar. Amar mit der Chance auf 3:3 zu stellen. Und da fällt er. Pfeift er nicht. Nein. Gut gesehen, gut, kann ich nicht abpfeifen. Er dreht sich selber weg. Die sind mit Bilo in die Kabine gegangen und kümmern sich um den Teamkollegen. Und Abseits. Simon hat die Chance zum Ausgleich. Ja, vorher abgepfiffen. Abseits. Mo Vlogs, Doppelpacker. Alles richtig. Gegen alles Mo Ober, gegen Trimax. Überzahlsituation also, jetzt. Aber Umut mit ganz strenger Türpolitik. So, einer gibt das nochmal die letzte Kontergelegenheit für Team Twitch. Rohat, starkes Ding für Trimax. Jawohl, so kann's gehen. Hachiko, super Flanke. Und im Zentrum war Rohat frei. Letzte Szene ist das vielleicht. Trimax nochmal. Und gib ihm, was ein Abschluss! Von Max Stemmler. Und das war sie wohl, die letzte Gelegenheit. Wenn du im Finale bist, musst du mit dem Gegner zufrieden sein, der da kommt. Es spielt keine Rolle. Der Gegner ist nicht das Problem. Es kann nur zum Problem werden, dass wir uns nicht richtig vorbereitet haben. Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl. Uns wäre es wichtig. Ich glaube, es ist ein geiles Duell. YouTube gegen TikTok. Das muss man, das ist unfassbar. Warum versagt bei mir eigentlich immer das Mikrofon? Ich bin Bastian, der Produktionsleiter von TVN. Und wir geben euch, den Zuschauern im Stadion und zu Hause vor den Streams, einen Einblick in die Produktion, die wir machen. Was macht ihr sonst so? Man sieht schon diese überdimensionalen Übertragungswinkel. Was ist sonst so euer Hauptgeschäft? Wir haben 6 von diesen Übertragungswagen zu Hause. Natürlich haben wir den Ü6, unseren größten, unseren neuesten, für diese Produktion hingestellt, weil es wirklich ja auch großes Kino ist, was wir hier machen. Wir produzieren viel Fußball rauf und runter für RTL, ZDF, wie sie alle heißen, für Sky, für The Zone. Genau, wow. Das ist die erste Regie unserer beiden Räume. Hier ist die Streaming-Regie. Das heißt, wir haben hier unsere Reihe von Streaming-Operatoren, die Möglichkeit haben, die Captain Cams. Ihr habt es in den Streams erlebt, dass zwischenzeitlich wir aus dem Basisfeed umschalten und die Kapitäne die Möglichkeit haben, direkt zu euch zu sprechen. Das passiert hier bei den Streaming-Operatoren, dass sie das Feed umschalten. Und hier auf der Leinwand sehen wir jetzt... Habt ihr da viel Arbeit mit? Ja, schon. Wir sind die ganze Zeit dabei. Sehr krass. Da sitzt aber auch gemütlich, ne? Hier sehen wir die verschiedenen Feeds. Dein YouTube-Feed, das Twitch-Feed und entsprechend Insta und TikTok in 9:16. Da sieht man es. Schau dir das doch mal an. Hier seht ihr links den TikTok-Stream gerade, der ist bei Younes Live, rechts Lena. Wirklich krass. Ja, wenn man den Wagen so auf die Straße stellt, voll ausgestattet, dann ist man so bei 10 Millionen dabei. Ja, aber das geht. Ja. Sonntag, wenn wir abgebaut haben, geht es weiter in den Norden zu Wacken. Die nächste Produktion ist das Festival in Wacken. Oh, da musst du Gummistiefel mitnehmen. Ganz genau. Schläft hier auch manchmal jemand drin? Das kommt nicht vor. Zumindest. Ja, kann ja sein. Aber könnte man ja, gell? Das ist das hier, lass mich raten. Dieser Schalter, du machst die Wiederholungen? Nein, okay. Wiederholungen kommen im nächsten Raum. Hier ist, Knossi, du kannst direkt einmal die Kamera von dir, hier die Kamera 19, in die wir gerade reingucken. Oh. Das ist der Blendenhebel für hell-dunkel. Wenn du den vorsichtig bewegst, dann siehst du, dass sie gar nichts mehr sehen im Stream.
Hier ist der Platz, wo unsere Ü-Wagenleiter Ingenieure sitzen. Hier kann Burkhard Ingenieur. Einmal. Ingenieur. Guten Tag. Ja, sehr auch gut. Schon mal dann, ihr habt schon alle auch mal schon mal erlebt, ne? Thomas Gottschalk, das ist für euch alles nichts Neues, ne? Nee, den kennen wir auch, ja. Ja. Dieses Wohnmobil hört nicht auf. Das ist im Endeffekt der gespiegelte Raum noch mal zu der Regie, die wir drüben als Streaming-Regie gerade gesehen haben. Hier in der hinteren Reihe werden die Zeitlupen zugespielt. Ne? Das sind die Kollegen. Jedes Man Mal sieht uns auch im Stadion, sehe ich gerade, auf der Stadioncam. Ist ja Wahnsinn. Selbstverständlich. Ach, selbstverständlich. Hier, immer wenn es eine Szene auch gibt, vom Tor eine Wiederholung. Erkennt sich. Oder deine Kabinenansprache als Zeitlupe nochmal, kann von hier aus dann zugespielt werden. Und vorne in der ersten Reihe wird das Signal rausgedrückt. Wir haben mit der Cappy haben wir Michi, den weltbesten Regisseur, ausgewählt für diese Produktion. Michi bist du. Und Michi macht jetzt seinen Platz einmal frei, dass du dich einmal setzt. Okay. Mayday, Mayday. Was machen wir jetzt mit Thiago? Ach, Thiago ist schon ready. Verdammt. Der wartet jetzt, bis ich drück. Ja. Mann, der macht aber auch einen Druck auf dem Ohr, wenn er unten rumschreit im Stadion. Ich blende mal rüber. Achtung, wir blenden mal rüber. Guck jetzt hin, guck hin, guck hin, guck hin. Wir blenden rüber. Ja! Oh, in meine Slow-Mo rein. Nee, mach mal. Keine Taufe. Guck dir das an. Ja, aus dem Bildinterview bin ich schnell raus. War mir scheißegal. Die Jungs haben Tor gemacht. Ich gehe da raus. Mir egal. Herrlich. Oh! No way! Was ist hier aufgefallen? Ihr habt gesehen, was hat zum Erfolg geführt. Den Ball nach vorne rotzen. Wirklich. Felix ist da. Irgendwas passiert. Rotzt den Ball weg. Diese gefährlichen Situationen, in denen wir zittern, wo ich dann am Spielfeldrand wieder stehe und fast mich bekotzt vor Aufregung. Die wollen wir nicht. Du bist vorne. Der Ball ist da, Spendi, und vor. Scheißegal. Hauptsache, das Ding ist weg. Ja. Er wird uns zur Seite stehen. Ganz kurz, Team, ganz kurz, wirklich wichtig. Ihr habt beim letzten Mal die Wechselcalls nicht gehört. Ich mache mich nützlich mit dem Megafon. Wenn ihr aufgerufen werdet, kurz den Exchange machen, ja? Den Exchange, wenn ihr meine Stimme hört. Exchange! Und wenn der Schiedsrichter gleich wieder irgendwie meint, er hat einen Elfmeter gesehen. Könnte auch sein, dass es heute eine rote gibt und die gibt's ja für mich. Und wir haben die Bitburger Cheerscam hier am Start. Ihr seht das vielleicht, das heißt, ihr könnt jetzt hier schön miteinander anstoßen, wenn ihr euch selbst hier oben auf der Leinwand erkennt. Ah, da wird gecheerst. Oh, die kenne ich sogar, hallo! Oha, das ging schnell. Oh, jetzt, der hat die zweite Chance. Jetzt hat er die zweite. Oh, da macht er die Cheerscam zu Kisscam. Du ahnst es nicht. Und nochmal. Ich hoffe, es ist die richtige Frau. Oh, schnelle Brille. Sehr schnelle Brille. Sehr schnelle Brillen. Was sind denn das für Weltklasse-Brillen? Oha, was sind denn das? Isländer, Island-Trikots. So, und Knossi will auch noch jemanden küssen, glaube ich, heute Abend. Blick geht rein hier bei euch im Stream in die Katakomben. Ich kann euch im Stadion hier sagen, die Jungs sind schon bereit und die Mädels. Team Younes und Team Knossi wollen gleich einlaufen. Und ich glaube, in Mainz sagt man, wollen wir sie reinlassen. Grüße in den Chat, All or Nothing heißt der Song. Das große Finale ist freigegeben. Team Knossi in den roten Trikots, Team TikTok von Younes in Himmelblau. Los geht's. Blackout mit dem Ballverlust. Könnte eine Kontergelegenheit ergeben für Team TikTok. Alieu macht das super, wartet noch, bis er ihn rausgibt. Boah, gegen zwei, gegen drei, gegen vier. Und dann kommt Adi Totoro. Trotzdem ist der Ball noch warm und drin, das Ding. 1-0 für Team TikTok. Ja, der Jubel ist natürlich episch. Marvin Appia Korang, und er hat schon mal getroffen in diesem Turnier. Also wenn wir hier den Pokal für den besten Jubel küren würden, wäre das auf jeden Fall die Nummer 1. Überragend. Alieu, dem gehören 80% dieses Treffer. Was ein Impulsvortrag. Und dann steht er da, wo ein Stürmer stehen muss. Gut eingerückt von seinem rechten Seitenstreifen. 1-0, das Spiel ist aufgeschraubt. Und es war halt auch eine waghalsige Verteidigung. Hoffen wir, dass das da nicht so schlimm ist. Bei Team Knossi kann sicher gleich weitergehen. Und wir gucken uns das in der Slow-Mo an. Erstmal super rausgespielt, das muss man sagen. Ah, ja, er kriegt ihn gegen die Hand. Wir gucken erstmal auf den Elfer. 2-0.
durch Jeremy Lynch, auch ein Kandidat für Spieler des Turniers. Chili ist auf jeden Fall ganz weit vorne mit beim Fire. Fakt ist, Jeremy Lynch erhöht auf 2-0. Und Team Knossi bräuchte jetzt natürlich das Publikum, habe ich das Gefühl. Jeremy, boah, das ist ja ein Weltklasse-Tor. Goal, 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 goal. Das ist kaum zu verteidigen. Hier die Bewegung, keine Chance für Knossi. Und den Außenriss, wow. Mats Hummels wäre stolz auf diesen Außenrissabschluss. Es war noch die Option abzuspielen, aber das Tor gibt dir immer recht. Und ich sitze hier gerade tatsächlich neben Olli Kahn. Olli, wie hat es dir bis jetzt gefallen? Servus. Gut. Also ich sag mal so, erstmal vielen Dank an die Mainzer für die Meisterschaft letztes Jahr. Das haben sie uns geschenkt, auch wenn ich da nicht dabei sein konnte. Aber ist egal, reden wir nicht drüber. Wie sieht's in der neuen Saison aus? Kommt Kane? Wer? Kane. Harry Kane. Ich kenne nur Kahn. Ist mir scheißegal. Wie geht's Hassan? Hör mir auf mit dem auch. Danke an Olli Kahn und ich freue mich auf die zweite Hälfte. Oh, da macht er den Zidane. Und der Lohn beinahe das 4-0. Ist das gut? Nicht zu stoppen. Gar nicht zu stoppen. Weltklasse-Tor. Wow! Und by the way, ist das auch die Vorentscheidung. Guckt euch das an. Gegen einen, gegen zwei, gegen drei. Und dann legt er ihn aber genau in den Winkel. Alter Vater. Ein Ehrentreffer wäre noch schön für Team Knossi. Fritz Meinecke. Der Pass ist nicht schlecht. Übrigens der Mann mit den stabilsten Schuhen, wie ich finde. Und Alieu geht nochmal, das ist ja überragend, Leute. Dieser Mann ist ein Macher. 5-0. Definitiv ein Kandidat für den Spieler des Turniers. Aber Younes hat ein richtig hervorragendes Timing beim Tackling. Guckt euch das an. Ein Duell auf ganz hohem Niveau. Kommt ein bisschen zu spät. Aber versucht alles, sonst wäre Felix krasser durch gewesen. Und Arminio macht den Ehrentreffer. 5-1. Und das ist es gewesen. Younes mit seinem kleinen, aber feinen Foulspiel gegen Felix Casalino. Lässt den Elfmeter nochmal zu. Team TikTok, Team Younes gewinnt Battle of the Socials 2023. Es hat gar keiner mitbekommen, viele Leute auch noch gar nicht im Stadion. Du warst das Knossi-Maskottchen. Für geschlagene 6 Stunden, ja, das war sehr warm. Du hast dich damit komplett hier auf dieses Event geschmuggelt. Das stimmt, man hat vergessen, mich einzuladen oder die Einladung ist mit der Post verschwunden. Ist verschwunden. Ja, und dann musste ich mir selber was überlegen. Und dann habe ich ein Knossi-Maskottchen gemacht und jetzt war ich hier. Es ist wirklich nirgendwo aufgefallen? Nö. Ich habe gesagt, ja, hallo, ich bin das Maskottchen und die so, jo, wird stimmen. Und ich habe mich zwischendurch schon immer gewundert, was für ein höchst motiviertes Maskottchen haben die denn gebucht? Der macht hier eine Welle nach dem anderen. Das hat auch Spaß gemacht. Also, falls da Jobangebote sind für Maskottchen, ich bin dabei. Und wir bitten jetzt einmal Futurist zu uns. Jeremy Lynch und Bilal Kamaré. Ihr drei teilt euch die Torschützenkanone. Bilal, du hast auch 3 Tore geschossen. Du klärst das am besten mit Jeremy und mit Futurist. Eine Trophäe für 3 Jungs, Wanderpokal. Glückwunsch, Applaus bitte für die beste Spielerin des Turniers. Und bester Spieler, den kühlen wir auch noch. Und dann kommen wir zur Siegerehrung der 4 Teams. Und das ist in diesem Fall von Team Elias, die leider den 4. Platz gemacht haben. Bilal Kamaré, ebenfalls Torschütze. Bilal. Ah, der ist verletzt. Der muss. Okay, Bilal ist weg. Wir schicken den Pokal hinter dir her. Knossi bringt ihn dir persönlich vorbei. Knossi stellvertretend. Ich werde mich drum kümmern.